Mit diesem Tier hat fast jeder von uns schon einmal Bekanntschaft gemacht. Jedoch nicht mit diesem Lebewesen, sondern nur mit seinem Fell, in Form eines Pelzkragens an vornehmer Kleidung. Weißfuchs oder Blaufuchs, je nach Farbvariante, wird sein seidenweiches Winterfell im Pelzhandel genannt. Uns soll heute sein Pelz nicht interessieren, sondern das Tier, wie es leibt und lebt. Der Eisfuchs in seinem natürlichen Lebensraum, der arktischen Tundra. Ihm, dem Eisfuchs, gilt diesmal unsere Expedition.